Okay, mal schauen, vielleicht finden wir noch andere Farbe. Hier kann ich auch noch lang. Da, was ist das? Rot. Ah, das Bild kennen wir. Ah, yes, the autumn of life, when man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Hä? Ist der Raum jetzt hier anders? Ja. Was ist das für eine Farbe? Ich gehe einfach weiter. Leck mich. Hier kommen wir aber nicht weiter. Doch hier. Was ist das hier? Ich gehe jetzt erstmal mit meinem Fund zurück zu diesem. Da ist ein Haus. War das vorhin auch schon? No, any old house will do in times of prosperity. Nein. We need to see how it fares when misery darkens the sky. Ist alles gleich geblieben, ne? Okay, okay, okay. Da ist gelbe Farbe. Aber ich muss hier lang gehen. Die haben wir. Weiße. Dann haben wir wieder den Stift. Ach, wenn wir die verwendet haben, verschwindet die. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Halt. Huch. Oh. Huch. Da oben blinkt was. Komme ich da überhaupt hin? Was ist das hier? Nee, da komme ich nicht hin. Hier schnurrt eine Katze oder so. Nein. Der Schrank ist hier stehen geblieben. Oh Gott. Da ist die gelbe Farbe. Hör auf. Ich muss in diesen Raum rein, bloß wie? Hier geht's nicht durch. Ich komme ja hier nirgendwo durch. Ich kann auch nicht hüpfen. Und hier ist der Schluss. Auch nicht durch die Wand. Hier ist auch keine Tür. Hier kommt auch keine Hand. Dass man hier eventuell irgendwas verschieben kann oder so? Nein. Muss ich den Ball hochschieben? Den kann ich ja... Krieg ich den überhaupt hoch? Ich versuch's mal. Komm, vorsichtig. Boah, die Geräusche dazu. Ist doch ganz schön laut. Ich sollte vielleicht die Gesamtlautstärke doch ein bisschen runternehmen. Ich bin aber gleich oben. Ah, jetzt kann ich hier hingehen. Was war das? Ich spiele einfach weiter. Oh. Dann schauen wir mal, was passiert. Da geht's nicht weiter, ne? Nein, ich muss hier lang.
Als ob sie hier zwischen den Wänden geht. Ach so, jetzt sind wir wieder, hoffe ich, beim Bild. Ja, genau. You see, in the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Jetzt sollen wir das noch ein wenig auffüllen. Ich spiele jetzt einfach weiter. Kann ich jetzt hier was machen? What are you doing? Put that down. You're much too old for that childish nonsense. War das jetzt verkehrt? Muss ich jetzt alles nochmal machen? Das wäre natürlich doof. Nein, hier ist der Stein. Hätte ich weitersuchen sollen? Das war jetzt einfach zu impulsiv, aber das ist jetzt wieder heil. Finally, are you ready to embrace true art? You see, in the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes. Ach so, so komme ich wieder raus. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Hellen wir das Ganze ein wenig auf. Grün? Ich kann immer nur eine Farbe nehmen. Da. Der Hund ist doch gestorben. Weglaufen kann ich jedenfalls nicht. Ich gehe mal hier lang. Nur um zu schauen. Hier komme ich einmal rum. Okay. Hier ist die Farbe, die wir brauchen. Gelb. Ich gehe mal vorsichtig. Oh. Oh. Das war das Feuer. Er ist ja im Feuer gestorben, wenn ich mich richtig entsinne. Es gab ja hier einen Brand. Die Frau oder die Mutter von der Tochter ist ja auch bei einem Brand verletzt und entstellt worden, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist mit dieser Farbe, aber wir werden es ja gleich sehen. Gelb hatte ich meiner Meinung nach noch nicht. Und eigentlich war der Hund hier. That's right. The sun bestows its kind rays upon the land. It's getting warmer and warmer until finally. Marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy, but a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. Oh, wir haben es geschafft. In his own way, I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Hier waren wir schon drin. Ach, sie findet in jedem Raum irgendeine Erinnerung. Sieht das, so sieht das jetzt erstmal für mich aus. In der Küche waren wir. Können wir hier hoch? Ich will noch nicht in den Keller. Ugh, what's wrong with this thing? Welches Ding? Wir können in jeden Raum rein. Das war das Elternschlafzimmer. Hier ist wieder eine Kinderzeichnung. Sie hat sich im Schrank versteckt. Die Mutter lag im Bett. War wütend oder so vielleicht?
Das Kind war nur traurig. Ist ja logisch, wenn die Eltern sich zoffen und zanken und streiten. Hier kann ich nichts machen. Alle Schubladen aufgerissen und der Schrank ist auch zu. I don't remember that being there. Ach, wieder eine Erinnerung. I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. Oh, it hurts so much. I can't take it anymore. Mm. Yes. Thank you. It's so good to feel that there's still beauty in this world. Okay. Die Musik. Mach, das ist bei mir draußen vor der Nicht. Die Musik hat die Mutter wohl etwas beruhigt. Also wie gesagt, ich nehme jetzt einfach durchgehend auf und teile das dann. Mir juckt das Auge. Man sollte natürlich kein Horrorspiel oder nicht unbedingt ein Horrorspiel spielen. Hier kam Rauch raus. Wenn draußen der Nachbar vor der Tür poltert. Oder an der Tür poltert, an seiner eigenen. Wir bleiben mal auf dieser. That dog better not be where I think it is. Das war der Hund. Oh, hey, hey there, Princess. You want to sit on Daddy's lap? Come on. It's okay. Oh, das verrückte Arbeitszimmer. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Der Raum, der unendlich hoch war. Und hier war auch dieses komische Bild. Vielleicht wird das ja auch gar nicht so lang hier. Wieder eine Erinnerung. Rauch. Hier gab es ein Feuer, tatsächlich. Rauch, der am Boden lang kriecht. Aber sie ist ja ein kleines Kind und kann nicht so hoch. Ein ganz kleines. Die Tür ist zu. Eingesperrt. Ach du Scheiße, hier ist noch eine Tür. Oh Gott. Das ganze Hey there. Oh, come on, don't be afraid. It won't bite. Here. Hab keine Angst. Try for yourself. No, no, that's not quite right. Still not quite there. Whoever's pounding on that piano, quit it! Did I not make myself clear? Puh! Das mache ich gleich nochmal. You know what? I have an idea. Go get your crayons. Ich soll mir meine Malstifte holen? Ah. Hier sind sie nicht, Mutti. Wo sind die Malstifte? Ich wollte das Audio leiser machen. Ich mag gar nicht irgendwas machen. Ah, hier in der Truhe vielleicht. Nichts zu sehen. Mutti, wo sind die Malstifte? Mutti, kann ich ins Feuer gehen? Nein. Ich soll meine Malstifte holen. Hier wird es aber immer dunkel. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich soll meine Malstifte holen. Das muss hier irgendwo. Hier. Das ist der einzige. Da sind sie doch. Meine Malstifte. Mami, ich habe meine Malstifte. Ah.
Farben. Rot, blau. Ach so. Ah, wartet mal. Zettel haben wir noch? Haben wir noch einen Zettel? Ja. Stift. Kann mir doch nicht merken. Ich habe hier so viele Stifte. Ich brauche nur einen, der schreibt. Blau. Lila. Rot. Blau. Lila. Grün. Gelb. Das ist soll das grün sein oder türkis? Das ist ein anderes Symbol, ne? Grün. Lila. Ich schreibe mal türkis so. Muss ich mir mal ein bisschen Licht machen, damit ich das auch lesen kann, was ich hier geschrieben habe. Oh, das kann man aber ganz schlecht erkennen, Leute. Blau. Blau sind die. Lila. Rot. Blau. Lila. Grün. Gelb. Grün. That's actually not bad. Look at you, young lady. It looks like talent runs in the family. Ein Kissen? Warum schwebt das Kissen da jetzt? Jetzt ist hier auch zu. Jetzt ist das Kissen weg. Ach, das schwebt da oben. Überall die Suftflaschen. Wir können hier wieder raus. Oh, nicht umdrehen. Arschloch. Hier sind Türen, wollte ich sagen. Jetzt habe ich einen Herzinfarkt. Was ist hier passiert? Hat sie als Kind so eine Zerstörung auch schon gesehen? Ich dachte, da wäre was. Der Rollstuhl von der Mutter. Sie war ja schwer krank, also schwer verletzt bei einem Brand in einem Kaufhaus, soweit ich mich erinnere. Oh, wer strahlt denn da so? Musik, das ist die Mutter. Das ist eindeutig in Bezug auf die Mutter, die konnte sehr gut Klavier spielen. Der Vater konnte mal sehr gut zeichnen, hatte Talent. Die Mutter konnte Musik machen. Die Tür geht auf. Okay. Ich schau mal, was die andere Tür sagt. Das ist der Vater. Die Tür geht auch auf. Ein Zwiespalt. Dann gucke ich mich hier noch mal ein bisschen um. Kann ich hier was öffnen? Ja. Aber hier ist nichts. Das sieht aus, als ob beides die gleichen... Okay,
Okay. Oh, eine Kommode von Ikea.